So, herzlich willkommen zurück bei den Cyberfest-Spielen, beim Podcast hier, den wir per Video und Audio aufzeichnen und dann später abgerufen werden kann. Ich habe die große Freude, nun mit Professor Dr. Florian Kunze zu sprechen. Wir haben uns auf ein Du geeinigt. Das steht noch? Ja, das steht noch. Ich hoffe, am Ende des Gesprächs auch. Du hast, wenn ich einen kurzen Abriss mal mache durch deine Karriere, du hast, bist sehr seeverbunden, das kann man sagen. Ne? Bist hast Verwaltungswissenschaften in Konstanz studiert, hast in St. Gallen promoviert, dann einen kurzen Gastaufenthalt an der Universität, an der UCLA in Los Angeles gemacht, kamst dann wieder an den See zurück und bist seit 2014 Inhaber des Lehrstuhls für Organizational Behavior am Fachbereich Politik und Verwaltungswissenschaften an der Uni Konstanz und leitest das Konstanz Future of Work Lab. In deiner Arbeit beschäftigst du dich sehr intensiv mit den 3 Ds der Arbeitswelt: Digitalisierung, Demografie und Diversität. Da wollte ich später nochmal drauf zurückkommen, weil ich das unglaublich spannend finde. Jetzt einen kleinen roten Faden hier in diese Podcast-Reihe zu ziehen, meine vielleicht etwas komisch oder vielleicht auch zu vielleicht privat wirkende Eingangsfrage: Warum machst du das, was du machst, wirklich? Gut, da wird es ja gleich sehr persönlich. Also, ich sag immer, ich bin gern an der Uni auch Professor, weil ich verbeamteter Selbstständiger bin. Das ist erstmal sozusagen vom Setting her, dass man total viel ausprobieren kann, explorieren kann, trotzdem eine gewisse Sicherheit hat. Ne? Beamtenstelle, die man natürlich erstmal hinkommen will, das ist ja nicht ganz so einfach, ist ja ein relativer umkämpfter Arbeitsmarkt auch. Und da macht es mir total Spaß, um auch schon mal auf die Themen zu kommen, an Themen zu sprechen, die die Arbeitswelt betreffen, die Unternehmen, auch öffentliche Organisationen betreffen, die aber auch eine große gesellschaftliche Relevanz haben, die auch irgendwie im Verhältnis stehen zu irgendeiner Debatte, wie zum Beispiel jetzt hier digitale Transformation, demografischer Wandel, Diversität, also um die 3Ds auch schon mal gleich aufzugreifen. Mhm. Das sind alles Themen, die sind irgendwie auch sehr gesellschaftlich relevant. Und wie wirken die sich auf Unternehmen aus? Wie wirken die sich auf öffentlichen Organisationen aus? Wie wirken die sich auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus? Und wie kann man da auch was Positives gestalten? Also ist schon auch ein betriebswirtschaftlicher Lehrstuhl. Es geht auch sozusagen ums Geschäft, ums Business, so ein bisschen was wir erforschen. Aber diese gesellschaftliche Relevanz und auch den einzelnen Mitarbeitenden in Fokus zu nehmen, das macht mir großen Spaß. Und auch immer neue Themen zu machen, an spannenden, innovativen Themen dran zu sein, das macht mir großen Spaß. Nicht nur bei mir persönlich, sondern auch mit meinem Team. Inzwischen, ja, wenn man Doktorandinnen 8 und mit wissenschaftlichen Hilfskräften, wo auch heute welche hier sind, sind wir schon 15 Leute, wo wir wirklich an diesen spannenden Themen auch mit Kooperationspartnern zusammenarbeiten können. Das ist wirklich ein großes Geschenk, dass ich da mitarbeiten kann. Toll, herzlichen Dank für deine Offenheit. Was ich raushöre, ist, dass du dich mit deiner Arbeit, mit deiner Aufgabe identifizierst, dass du Spaß dran hast und dass du auch, du hast gerade verbeamteter Selbstständiger gesagt, dass du dich auch mit diesem, dass du dich mit diesem Status wohlfühlst, den dir deine Arbeit, deine Forschung da gibt. Und dann möchte ich bitte den Rückschluss darauf führen, in welchem Zeitwandel wir uns gerade befinden. In einem Zeitwandel der KI, wo viele Jobs ersetzt werden, wo Menschen, du hast es vorhin in deiner Keynote erwähnt, irgendwie Angst verspüren, ersetzt zu werden. Und ich frage mich, wie das die Menschheit oder so auch psychologisch verkraftet, mit diesem Wandel umzugehen und vielleicht auch mit dieser neuen Einteilung von Zeit, von Leben, ja, wie gestalte ich mein Leben? Weil ich bezweifle, dass wir jetzt, wenn wir unsere Arbeit vielleicht verlieren oder die ein bisschen, wir mehr plötzlich Freizeit haben, dass wir dann alle Spaß und Status und Identifikation beim Töpfern, beim Basteln oder so weiter erleben werden. Mhm. Sind wir denn überhaupt schon so weit? Ja, also das ist natürlich genau große Frage. Also in der Tat, so um erstmal auf die Feststellung zurückzukommen, ich identifiziere mich stark mit meiner Arbeit. Ich bin auch, denkt man dann, intrinsisch motiviert, größtenteils, was ich mache. Ich muss auch mal Sachen machen, die mir vielleicht nicht einen Riesenspaß machen, Uni-Verwaltungsabläufe oder sowas, wo wir dann auch mit zu tun haben. Aber im Großen und Ganzen bin ich da sehr, sehr stark auch von meinem Inneren hinaus motiviert. Und wenn wir da auf die Forschung gucken in dem Bereich, was motiviert mich eigentlich, etwas zu machen, ob privat oder beruflich,
da geht es ganz stark um Selbstwirksamkeit. Also wann bin ich wirklich motiviert, etwas zu machen? Wenn ich mich da weiterentwickeln kann, wenn ich Autonomie erlebe, wenn ich Kompetenzentwicklung habe, also vorankomme und auch wenn ich Zugehörigkeit habe. Ja? Und das sind so die zentralen Triebfedern. Wenn man so ein Setting schafft, im Privaten und Beruflichen, dann ist man sehr stark intrinsisch motiviert. Gleichzeitig haben wir aber gerade im Arbeitskontext, wo ich mich jetzt sehr gut auskenne, gerade wenn man auf Unternehmen guckt, natürlich ein Setting, was genau das Gegenteil macht, ja? Was uns eigentlich nur versucht, mit externalen Faktoren vermeintlich zu motivieren oder zu steuern. Ja? Das ist ja so, wie viele Unternehmen in Deutschland, aber auch international aufgestellt sind von ihren Anreizstrukturen her, dass man sagt, ja, ich kümmere mich vielleicht um Bezahlung, da gebe ich den Leuten irgendwelche Anreize, ich kontrolliere, was sie machen. Und das läuft eigentlich dagegen eigentlich, was Motivation ausmacht. Und da wird diese intrinsische Motivation, die alle in uns drin haben, deshalb wäre ich da eher positiv gestimmt, weil das sieht man in vielen auch sozialpsychologischen Studien. Ja? Alle haben was, was einen antreibt, ja? Was, wo wir uns identifizieren, was uns toll macht, wo wir irgendwie in den Flow kommen, hatten wir in dem ersten Vortrag heute Morgen. Ne? Wenn man drüber nachdenkt, wann komme ich dann mal in eine Situation, wo ich eins mit der Situation, wo ich gar nicht drüber nachdenke, die Zeit vergeht wie im Flug, wie hoffentlich auch gleich hier in unserem Podcast, ne, dass man gar nicht mehr auf die Uhr guckt und einfach da reingezogen wird und seine Kompetenzen voll einbringen kann, auch positives Feedback von außen dafür bekommt. Und das, das gibt es schon. Und diese Stärken hat auch jeder. Ja? Also ich kann da noch ein bisschen weiter zu auch ausholen, wie kann man sowas auch schaffen bei seinem eigenen Job. Wir nennen das Konzept Jobcrafting zum Beispiel. Ja? Das mache ich auch manchmal in Schulungen, dass ich Leute versuche, auch gerade, wenn die länger in einem Job arbeiten, mal zu reflektieren, was sind denn eigentlich meine Stärken, meine Perspektiven, was macht mir eigentlich wirklich Spaß, auch privat? Wie passt das mit meinen aktuellen Tätigkeiten übereinander? Ja? Wie kann ich dann vielleicht aber auch die aktuellen Tätigkeiten, das, was ich mache, so besser strukturieren, dass das besser zusammenklappt? Ja, das ist so, du sprichst aber da von Grundkompetenzen, die man auch erstmal haben muss. Also du berätst ja auch große Firmen, Mitarbeiter und so weiter. Und wenn, wenn du da reinkommst, stelle ich mir auch, und du hast es ja vorhin in deiner Keynote auch gesagt, dass vor allem die Älteren irgendwie da Berührungsängste haben oder so. Ne? Diese Form von diesen hohen Selbstwert, den man ja da haben muss, das habe ich vorhin mit der Sophia ja auch schon besprochen, den vorauszusetzen, um das alles auszuhalten, was da auf einen zurollt, ist natürlich immens. Und diese Kommunikation, die es dazu erfordert und auch den Zuspruch, den es da erfordert, hab Mut, geh diesen Weg, guck auf dich. Das muss ja für manche Leute, die mit 16 entschieden haben, ich wäre Elektriker und jetzt plötzlich mit 55 dastehen vor dieser Entwicklung und vorher nie damit zu tun haben, das stelle ich mir extrem schwierig vor. Das ist extrem schwierig, genau. Das ist ja so, was wir auch in unserer Arbeitsgesellschaft und gerade in Deutschland sehr stark haben, dass man sagt, so eine Primärausbildung, das ist eigentlich das, was zählt. Ne? Da wurden wir alle, so meine Generation, ich glaube, wir sind fast ähnlich alt, ne? Da war das noch so, ja, mach eine Ausbildung, mach ein Studium, das wird dich durch dein ganzes Berufsleben tragen. Aber das ist ja schon lange nicht mehr so, wenn man sieht, wie schnell Wissen veraltet, damit kommen wir irgendwie nicht weiter. Ne? Ja. Und den Schalter umzulegen, dass man sich eigentlich kontinuierlich als Person weiterentwickeln kann, was auch sehr wertvoll sein kann für meine Motivation und was ich aus meinem Leben mache. Was aber auch immens wichtig ist, auch instrumentell, dass ich irgendwie noch Geld verdienen kann. Ja, da müssen wir hin und da müssen auch die Firmen hin, weil auch das ist das Problem. Die denken, wenn wir die Primärqualifikation beachten bei der Rekrutierung, das wird da schon ausreichen. Aber in ganz vielen Branchen sehen wir das in der Tat, zum Beispiel auch die Bereich, wo ich meinen Vortrag eben hatte, in der Automobilindustrie, wo wir ja schon große Transformationswellen hatten. Interessanterweise habe ich gerade letzte Woche vom anderen volkswirtschaftlichen Kollegen einen Vortrag zugehört. Wir hatten ja in den 90ern Automatisierung in der Automobilindustrie. Ja? Wo man jetzt denken würde, Robotisierung, gibt es auch große Titel, zum Beispiel im Spiegel, die Roboter nehmen uns die Jobs weg. Ein bisschen jetzt wie bei KI. Ja. Jetzt gibt es wissenschaftliche Studien dazu, wie viel Jobverluste es real gab in der Automobilindustrie in Deutschland aufgrund von Robotern. Das sind null. Okay. Es gab quasi keine Jobverluste. Das heißt, diese Angst und was jetzt auch im öffentlichen Diskurs auch jetzt zu KI aufgebaut wird, was schon immens ist, was auf die Leute einprasselt, das ist schon ziemlich krass. Was in der Realität dann passiert und wie anpassungsfähig Organisationen sind und auch einzelne Individuen, da wäre ich sehr viel optimistischer. Aber die Herausforderung ist in der Tat, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wenn ich jetzt sozusagen in meinem Mindset jetzt so drin, in meiner Ausbildung, jetzt plötzlich denke, oh, jetzt bin ich hier plötzlich überflüssig. Der Elektriker vielleicht noch nicht so unbedingt. Ich hatte vorhin ja mal so ein paar Beispiele gemacht, zum Beispiel Wissenstätigkeiten, die automatisierbar sind, ja, Sachbearbeitungstätigkeiten, auch juristische Tätigkeiten.
sich da jetzt umzustellen, wenn man da lange drin war, das ist ziemlich schwierig. Und trotzdem eine positive Perspektive darauf zu bekommen, dass es eine Entwicklungsmöglichkeit für mich gibt als Individuum oder dann auch fürs Team oder für die Organisation und eine positive Perspektive daraus zu bekommen. Ja. Weil was ganz, ganz sicher nicht passieren wird, diese einen Zahlen, die ich am Anfang in meinem Vortrag hatte, wer auch mit dabei war, es wird jetzt nicht von jetzt auf gleich werden 50% der Jobs durch KI ersetzt werden. Ja? Das wird ganz, ganz sicher nicht passieren, sondern es findet ein Wandel statt, aber der Wandel hat eine höhere Dynamik. Mhm. Und das ist die Riesenherausforderung, ja, vor der wir stehen und dass man sich da nicht ins Negative, in negative Emotionen auch runterziehen lässt. Wobei ich da auch nochmal intervenieren muss, weil ich habe dich auch schon anders in dem Podcast reden hören, weil ich zitiere, du hast gesagt, dass die Arbeitszeiten und die Arbeitskräfte die Arbeit an sich durch die Digitalisierung abnehmen wird und du dich fragst, ob man wieder über das bedingungslose Grundeinkommen diskutieren müsste. Genau. In so einem Nebensatz hast du das ja, so fallen das lassen. Ist ja, das ist ja das Paradoxon, wo wir jetzt aktuell drin sind, ne? Dass wir ja massiven Fachkräftemangel haben. Ja. Ne? So, dass alle Firmen, öffentliche Organisationen genauso stöhnen und sagen, wir finden keine Arbeitskräfte. Dass vielleicht aber gerade, und die Zukunft ist natürlich super schwierig zu prognostizieren, vielleicht aber jetzt irgendwann so ein Tipping-Point ist, wo wir eben drüber nachdenken, okay, vielleicht können wir vielleicht sogar wirklich Arbeitszeiten reduzieren und brauchen viel weniger Arbeitskräfte, um wann das stattfindet. Bedingungslose Grundeinkommen, ja, ist ja etwas, was sogar dann von Unternehmenslenkern, zum Beispiel vom Chef der Deutschen Telekom, wurde das mal in die Debatte eingebracht, gerade in solchen Wissens-Informationstechnologie-Unternehmen, die Wahrnehmung haben, okay, vielleicht geht das jetzt so disruptiv und schnell, dass wir dafür stehen und darüber nachdenken müssen. Und das ist ja sozusagen die ganze Melange, in der wir jetzt auch in der gesellschaftlichen Debatte drin sind, wo einerseits gesagt wird, traditionelle deutsche Arbeitskultur, wenn wir nicht jetzt alle mehr arbeiten, dann können wir unseren Wohlstand nicht halten. Das ist ja was von Arbeitgeberverbänden jetzt auch aktuell sehr stark angesprochen wird und Stereotyp, die jüngere Generation macht da nicht mit. Von Arbeitnehmerinnen, die in einer viel stärkeren Verhandlungsposition wird gesagt, ja nö, das machen wir jetzt eh gar nicht mehr, weil wir sind ja eh in einer so guten Verhandlungsposition. Wie geht es aus? Ja? Und vielleicht hilft uns die Technologie da sogar und ist da was Positives, diesen Konflikt, der da ist, vielleicht sogar ein bisschen auszugleichen und auch die gesellschaftliche Polemisierung, die wir dadurch rauskriegen, vielleicht ein bisschen auszugleichen. Das heißt, die technologische Entwicklung, die jetzt so stattfindet mit der KI, hilft uns vielleicht in dieser Debatte. Ob wir dann gleich mal bedingungslosen Grundeinkommen für alle sind, das ist, glaube ich, noch ein viel, viel weiterer Schritt, wo ich mir insgesamt, selbst wenn ich da mal was zu gesagt war, das schwierig vorstellen kann, dass das relativ bald in Deutschland kommt. Ja. Nochmal zu diesem Paradigmenwechsel. Also wenn ich als junger Mensch jetzt in die Schule gehe und ins Berufsleben starte, dann muss ich ja so eine Flexibilität aufbauen. Ich muss mir so bewusst sein von meinen Qualitäten. Wo ist meine Expertise? Was interessiert mich als Mensch? Wo kann ich die Lücke finden in diesem digitalen Wandel, dass ich den nicht monetarisieren kann? Gleichzeitig so flexibel zu sein, vielleicht im Laufe meiner Arbeitskarriere 5, 6, 7 verschiedene Berufe, vielleicht teilweise auch Berufe, die es heute noch gar nicht gibt. Ja, du als Lehrender an der Universität, raufst du dir nicht die Haare aus, wenn du siehst, wie in der Grundschule, in der Mittelschule, im Gymnasium immer noch gelehrt wird, dass es eben nicht um das Mining der Talente geht, sondern immer noch um Bildungsabfrage. Also lerne auswendig und ich benote dich nach Leistung. Macht dich das nicht wahnsinnig eigentlich? Gut, also genau, auf Schule zu schimpfen ist mal leicht, das kann ich. Ich schimpfe nicht, ich habe dich gefragt. Das ist nur anekdotisch, ich habe ja auch 3 Kinder, die im Schulsystem sind aktuell. Meine Frau ist Lehrerin, deshalb bin ich... Okay, du musst dich jetzt diplomatisch zurückhalten. Anekdotisch im Bilde, in der Tat ist es natürlich so, du hast schon recht, also es wird viel noch immer auf diese Wissenskompetenzen abgestellt, das ist auch am einfachsten zum Abprüfen. Ne? Was wir brauchen, sind in der Tat auch... würde ich sagen, eher Metakompetenzen, also ein bisschen das, was ich auch versuchte in meinem Vortrag darzustellen, sozusagen, wie bist du von deiner Einstellung, wie kannst du dich auf Veränderungen adaptieren, was hast du auch für soziale, kommunikative Kompetenzen, hast du auch eine Resilienz, um mit Veränderungen umzugehen, ja, das sind Kompetenzen, die aber ehrlich gesagt auch, meine Frau ist Grundschullehrerin, auch versucht werden, schon in der Grundschule aktuell beizubringen. Viel, viel mehr, als das früher der Fall war. Ja? Dass wir die Kinder fit machen dafür. Aber das muss natürlich noch viel, viel mehr passieren. Weil in der Tat ist es so, mit diesem Wissen, jetzt gerade durch KI, das wird ja noch so rasant zunehmen, dass das auch gar kein Wettbewerbsvorteil für mich auch als Person irgendwann auf dem Arbeitsmarkt wird. Ja? Und auch für uns nicht ökonomisch als Wettbewerbsvorteil ist, sondern diese Veränderungskompetenz und, wie ich eben schon gesagt habe, damit umzugehen, das ist die zentrale Kompetenz. Sich jetzt aber zu überlegen, wie bringe ich sowas bei, das ist ja auf einem viel höheren Level, als die Leute jetzt Bulimie lernen, ich lasse euch das mal auswendig lernen und dann müsst ihr das umsetzen, ja.
Da muss man sich Gedanken drüber machen und da brauchen wir andere Unterrichtsformen, aber ich habe schon auch das Gefühl, ich würde auch nicht ganz so kritisch sehen, dass sich auch das deutsche Bildungssystem langsam dahin auf den Weg betritt, aber das ist natürlich schon eine Riesentanke. Und auch an der Universität, da bin ich natürlich jetzt mehr im Bilde, sind wir da schon besser drin als früher, aber wir sind natürlich auch in Restriktionen drin, weil was braucht man, wenn man so unterrichten will, wenn man solche Kompetenzen beibringen will? Man muss in viel kleineren Gruppen unterrichten. Mhm. Man braucht viel mehr Lehrpersonal, um das zu unterrichten. Ja, was macht die Universität bei uns? Wir haben dann teilweise für grundlegende Vorlesungen, wo dann 200 Leute anfangen, haben wir einen Professor, der dafür zuständig ist. Was soll ich machen? Ich kann mich dann ja nicht in 20 Teile aufteilen, um dann die Studierenden alle in Kleingruppen zu unterrichten. Dann bräuchte ich mehr Ressourcen, dann bräuchte ich mir da mehr Personal. Und genauso ist es in den Schulen auch. Und das ist eine Ressourcenfrage, die aber essentiell ist. Da würde ich dir voll zustimmen, dass wir da auf dem Weg, wo wir schon unterwegs sind, noch besser werden, die Leute fit zu machen für kontinuierliche Veränderungen. Hat die jetzige Generation Z, die 1996 bis 2014 Geborenen, die ja jetzt gerade so im Arbeitsmarkt sind und anfangen, das sind ja 11 Millionen in Deutschland, unsere Generation, ich glaube, wir sind 17 Millionen, die haben jetzt eine ganz gute Position, weil sie von ihren Arbeitgebern ja bestimmte Benefits verlangen können, ja, oder 3 Tage, 4 Tage Woche oder so, und der Arbeitgeber muss sich da ein bisschen drauf einstellen, weil er im Fachkräftemangel lebt und Personal braucht oder so. Können wir jetzt noch ein bisschen die Bedrohung sozusagen, ich negativ jetzt ausgedrückt, die Bedrohung der KI, können wir die durch diesen Mangel an Arbeitskräften und die Position der Generation Z noch ein bisschen austarieren? Also hat diese Generation noch so ein bisschen Glück, sage ich mal? Ja, das ist ja ein bisschen, was ich eben schon angesprochen habe, ne? Also ich glaube, diese Verhandlungsposition, die ist definitiv da, ja? Also dass die andere Forderungen stellen können und die Arbeitgeber sich darauf einstellen wollen, aber das ist teilweise noch immer noch nicht so richtig angekommen. Und das wird dazu führen, das sehen wir jetzt ja auch in den Tarifauseinandersetzungen, die wir haben, ne? Dass da sehr viel mehr passiert, dass da mehr Forderungen da sind und dass es eine Verkürzung von Arbeitszeit schon gibt, ist die Frage, in welchem Ausmaß. Das könnte durch die KI substituiert werden, ausgeglichen werden. Vielleicht aber, um auch mal positiv zu bleiben und bei dem Thema, was wir vorhin hatten, vielleicht entsteht da aber auch mehr Motivation, weil das ist ja auch eine Möglichkeit. Also wir werden jetzt, wenn wir 50% der Arbeitszeit reduzieren von allen pauschal in Deutschland, werden wir nicht die gleiche Produktivität halten können. Mhm. Ja? Wenn wir vielleicht aber 20% reduzieren und die Leute dadurch mehr Freiräume bekommen, wenn man positiv darauf guckt, auch Belastungen runtergehen, weil das ist ja das andere Riesenthema, was wir haben in unserer Arbeitsgesellschaft, dass viele, viele, viele sich permanent überlastet fühlen, als Individuum, aber als auch Organisation, weil der ständige Input und der Anspruch, ich muss diese Veränderung ständig mitbringen, immer größer wird. Ja? Mhm. Wenn wir das reduzieren, indem wir die Leute da mehr Freiraum geben, in gewissem Maße, haben wir vielleicht sogar einen Ausgleich an Produktivität oder vielleicht sogar einen Produktivitätsgewinn. Ja? Das ist etwas, wenn man da jetzt aus meiner Perspektive, vorhin hatte ich angesprochen, Selbstbestimmtheit der Leute, ich kann mich privat vielleicht auch mehr verwirklichen, wenn man jetzt guckt, die Leute, die zum Beispiel in der 4-Tage-Woche schon eingeführt haben, gibt es ja zum Beispiel auch hier in der Region eine Schreinerei hier auf der Reichenau, die war auch mal in der Presse, da musste ich auch mal ein Statement zu abgeben, da sagen die Leute dann, ja, ich habe jetzt 3 Tage Wochenende, da komme ich viel erholter zurück, ja, ich kann gleich viel mehr durchstehen, ich bin nicht mehr so überlastet. Bekommen die dann auch das gleiche Geld, als wenn sie 5 Tage arbeiten würden? Die bekommen fast das gleiche Geld, als wenn sie 5 Tage arbeiten würden. Okay, aber das wird sich ja wahrscheinlich auf Dauer nicht durchziehen. Vier Tage arbeiten statt 5 Tagen, genau. Okay. Wenn ich jetzt mal, also bei mir in meinem Bereich des Schauspielers und des Autors, wird sich extrem viel verändern und tut es jetzt schon, ja, und es geht wahnsinnig schnell. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ganz naiv, ich arbeite weniger, ich muss mir vielleicht einen neuen Job suchen, ich werde weniger Geld verdienen, die KI wird mit der Hilfe der KI oder dem digitalen Wandel werden Produkte entstehen, die ich mir am Schluss vielleicht gar nicht leisten kann. Beißt sich die Ratte da nicht in den Schwanz? Ist es am Schluss nicht sogar schädlich für die Wirtschaft? Weil was ich einspare vorher, aber später nicht rausbekomme? Oder andere Frage, wird die Schere zwischen Arm und Reich nicht dadurch noch ein bisschen breiter? Gut, das sind natürlich jetzt große Fragen. Aber aus einem naiven Kopf sozusagen, ja, aus einem ängstlichen heraus vielleicht. Ja, also erstmal für dich selber, vielleicht gibt es ja auch Möglichkeiten, dass du dich in deiner Tätigkeit weiterentwickelst, dass du das proaktiv angehst, ne? Und vielleicht Kompetenzen aufbaust, um diese KI dann auch wertschöpfend zu nutzen. Ne? Weil das ist, was wir häufig sehen, auch bei solchen technologischen Veränderungen in der Zeit, wie ich vorhin schon gesagt habe, Robotisierung und so weiter.
der Mensch und auch Organisationen sind sehr anpassungsfähig. Und gerade wenn sie dann auch Zeit haben, das ist, glaube ich, eher die größte Herausforderung, sich da anzupassen, dann funktioniert das auch. Dann haben wir ja zum Beispiel in Deutschland auch zum Glück in vielen Bereichen Mitbestimmung, ja, und auch eine Regulierung im Arbeitsmarkt, die verhindert, in der Schauspielerei bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, das kennst du dich besser aus als ich, aber in den Bereichen zum Beispiel, jetzt, wo ich vorhin vorgetragen habe, Metall- und Elektroindustrie, da haben wir natürlich eine relativ große Regulierung, eine relativ starke Mitbestimmung, die dazu auch geführt hat, dass diese Robotisierung, die ich vorhin angesprochen habe, da fast ohne Arbeitsplätze, Verluste funktioniert hat, die Leute umqualifiziert werden konnten. Ja? So. Das wird hier nicht komplett funktionieren, aber es gibt trotzdem, glaube ich, Möglichkeiten, auch wertschöpfend tätig zu werden. Die Frage ist, und da bin ich aber kein Riesenexperte zu, um vielleicht um den Kern der Frage zu kommen, wie viel Wertschöpfung wird denn durch KI gemacht und nicht mehr durch Menschen? Müssen wir dann über eine andere Besteuerung nachdenken, was ja auch schon gemacht wird, um unser Sozialsystem und auch die Umverteilung, die wir in Deutschland und auch in anderen westlichen Wohlfahrtsstaaten haben, dann anderen zu steuern? Da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ob das wirklich so sein wird, das ist, glaube ich, noch schwierig zu sagen. Also in der Tat ist es jetzt so, bisher wird die menschliche Arbeit sehr stark besteuert, ne, und die Wertschöpfung wird da gemacht. Wenn sich das jetzt sehr disruptiv dahin entwickelt, dass das durch Maschinen gemacht wird, muss man sich ja darüber nachdenken. Ihr habt ja eine Langzeitforschung gemacht hier im Konstanzer Raum über ein paar Jahre, um zu gucken, wie viel wollen, also durch die Pandemie hat sich ja das Homeoffice irgendwie nochmal verstärkt. Wie ist es jetzt nach der Pandemie? Und ihr habt rausgefunden, dass die Leute 3 Tage im Schnitt ins Büro wollen die Woche und in der anderen Zeit eben frei haben wollen oder halt Homeoffice machen wollen, aber vor allem möchten sie freitags und montags frei haben, wo ich dann auch ans lange Wochenende gedacht habe oder so. Hat dich das, überrascht dich das oder ist das sozusagen, gliedert sich diese Erkenntnis ein, in so wie es dann aussehen wird in Zukunft? Gut, genau. Also die Studie ist nicht nur sogar im Konstanzer Raum, es ist ganz Deutschland sogar, wo wir da kontinuierlich die Leute befragen, die mobil arbeiten können, jetzt seit Beginn der Pandemie. Und das ist ja auch eine Riesenveränderung der Arbeitswelt bei diesen Wissenstätigkeiten, dass das jetzt plötzlich möglich ist. Und in der Tat ist es so, was da jetzt passiert, ist natürlich, dass die Mitarbeitenden ziemlich klar sehen, ja, das funktioniert eigentlich gut, zumindest aus deren Sicht. Das bringt viele Vorteile für die Mitarbeitenden. Also Pendelwege fallen weg, ne? Pendeln ist etwas, sieht man auch in der Forschung dazu, extrem belastend, extrem anstrengend, wenn man das länger machen muss. Ja, da gewinnt man Zeit, hat einen Netto-Zeitgewinn. Ich habe eine viel höhere Flexibilität, wie ich mein Beruf und Privatleben übereinbringe, wenn ich Betreuungsaufgaben habe. Riesen Vorteile. Ja? Ich bin aus diesem starren Korsett raus. Was wir ja gemacht haben in unserer Arbeitskultur, wir haben quasi die industrielle Produktion, ohne darüber nachzudenken, in der Fahrtabhängigkeit auf die Wissensarbeit übertragen. Haben gesagt, das müssen wir genauso machen, wie die am Band arbeiten. Ne? Mhm. Wir müssen im Büro sein und nur da kann man produktiv sein. Das ist aber natürlich bei der Wissenstätigkeit mitnichten so. Ja? Und deshalb ist es ganz klar so, und das sehen wir jetzt in den Präferenzen in unserer Studie, aber auch in anderen, dass die Mitarbeiter das zum großen Maße fortsetzen wollen. Jetzt haben wir aber aktuell, das ist jetzt ja auch in meinen letzten Wochen durch die Presse gegangen, musste ich auch schon Interviews zu geben, einen klaren Trend, dass dann viele Unternehmensleiter und Führungskräfte sagen, oh nee, wir wollen die Leute wieder zurückhaben. Mhm. Wir haben diese alte Arbeitskultur. Zur Kontrolle auch? Zur Kontrolle, genau, wo Präsenz mit Leistung gleichgesetzt wird. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute zu Hause richtig arbeiten. Ich habe quasi kein Vertrauen in meine Mitarbeitende und denke, das funktioniert jetzt eigentlich gar nicht so. Obwohl die Studienlage eigentlich so ist, es gibt auf keinen Fall eine negative Produktivitätsimplikation von mobilen Arbeiten. So. Was jetzt auch in den Firmen passiert ist, ist, die haben einfach nur Strukturen geändert, haben gesagt, was in den Firmen auch wieder mit Mitbestimmung passiert, wir haben jetzt eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten. Ihr dürft zum Beispiel 50-50 machen oder 3 Tage müsst ihr ins Büro kommen, 2 Tage zu Hause oder umgekehrt. Und da bleiben die Firmen stehen und diese andere Arbeitskultur ist aber immer noch vorhanden. Gerade bei den Vorgesetzten, bei den Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern ist das immer noch sehr stark drin. Aber jetzt sind wir wieder bei dem Thema, was wir eben schon hatten. Die Mitarbeitenden und gerade auch die jüngeren Bewerberinnen und Bewerberinnen, die sehen das natürlich überhaupt nicht so. Ne? Und die sind in so einer starken Verhandlungsposition, ist, dass es da jetzt Reibungen gibt. Und dass es da einen viel stärkeren Wandel geben wird, als dass viele Führungskräfte und Geschäftsführer und Geschäftsführungen zulassen werden. Was aber generell gut ist, weil ich finde das jetzt auch wieder auch eine herausfordernde Entwicklung, ja, weil wenn man jetzt vorstellt, ich bin da jetzt Führungskraft, das überfordert ja auch viele. Jetzt muss ich plötzlich gucken, wie kommuniziere ich mit meinen Leuten, die nicht nur jeden Tag im Büro sind, da kann ich mal vorbeigehen, Hallo sagen, gucken, was die machen, sondern
wie oft muss ich mich mit denen Meetings und Calls treffen? Mhm. Muss ich den jetzt digital kontrollieren? Mhm. Wie viele Freiräume gebe ich dann? Wie steuere ich denn sowas? Ja, da muss man sich erstmal wieder Gedanken machen. Das kriegen die Führungskräfte quasi obendrauf. Also kann ich das schon auch nachvollziehen, dass das herausfordernd ist. Und interessant in der Studie, also wie ich sie mitbekommen habe, war ja auch, dass die Arbeitnehmer sagen, sie wollen dann ins Büro, wenn sie in Verbindung mit den anderen Arbeitskollegen zu gehen und nicht, um auch im Büro an Videokonferenzen teilzunehmen. Genau. Aber wenn diese durch die KI oder durch die Technologie sich das auch ändern wird, diese Art der Verbindung, weil da sehe ich das, ich glaube auch das wird sich ja ändern und das wird ja was mit den Menschen machen. Also auf jeden Fall, also genau, das ist ja, hatte ich vorhin kurz angesprochen, was motiviert uns? Soziale Zugehörigkeit, ne, die meisten Menschen. Da gibt schon auch Persönlichkeitsunterschiede, aber großen Teil sagen, soziale Zugehörigkeit, soziale Anerkennung, das ist etwas, was mich antreibt, warum ich auch arbeiten gehe, ja, soziale Bindungen aufzubauen. Und darum gehen die Leute auch gerne ins Büro oder in den Betrieb, ja, um da in Interaktion zu treten. Und das ist etwas, was Firmen auch viel stärker nutzen können, Arbeit so gestalten, wenn man in Präsenz zusammenkommt, dass eben sozialer Austausch auch stattfindet. Mhm. Was kein gutes Hybrides oder Präsenzarbeiten ist, ist in der Tat, was du angesprochen hast, wenn man da im Büro sitzt und in Videokonferenzen ist und dann noch einen langen Pendelweg auf sich genommen hat. Was schon passieren kann, da sind wir beim Thema von heute, dass durch technologische Veränderungen, die jetzt stattfinden, heute Morgen war, glaube ich, sogar hier in der regionalen Zeitung Südkurier ein Artikel dazu zu so Holographien zum Beispiel, dass man sich komplett irgendwo hin projizieren kann, ne? Dass man da als virtuelle Person fast real auftreten kann, dass wir uns in Metaverse-Settings vielleicht bewegen, die sehr nah an den realen Settings rankommen. Das heißt, dass der digitale Raum, der sich bisher ja eigentlich fast nur auf Videokonferenzen beschränkt, und das wissen wir alle, Videokonferenzen sind für manche Sachen gut, aber für wirkliche soziale Interaktion, gerade in größeren Gruppen, schon relativ ungeeignet, um Verbindungen aufzubauen. Dass sich da dramatisch viel tun wird, weil der Business Case oder der Anreiz, da was zu tun, ist ja riesig. Also die Patentanmeldungen, die sich zu diesen Technologien jetzt getan haben in den letzten 4 Jahren, das ist exponentiell. Das heißt, da wird es starke Veränderungen geben. Und da werden wir sehr viel mehr Soziales auch ins Digitale verlagern. Das ist meine Prognose. Zum Abschluss ein Szenario. Hier auf den Cyberfest-Spielen treffen die beiden Menschen sich und verstehen sich wunderbar. Und es entsteht Anne, die 2025 geboren wird. 2045 geht sie ins Arbeitsleben und überlegt sich, im Einwohnermeldeamt zu arbeiten. Falls es da überhaupt noch einen Job für sie geben wird. Wie wird... Wenn ich jetzt denke, 2045 geht Anne, will Anne arbeiten gehen, wie wird denn Ihr Arbeitsalltag etwa aussehen und inwiefern wird er sich von dem heutigen unterscheiden? Ja, also 20 Jahre nach vorne zu gucken, ist in unserer heutigen Zeit natürlich super, super schwierig. Ich glaube, das haben wir jetzt ja gesehen, selbst 5 Jahre oder 10 Jahre gibt es massive Veränderungen. Ich würde schon vermuten, dass wir in 20 Jahren alle deutlich weniger arbeiten, als das heute der Fall ist. Und dass wir auch davon leben können? Dass wir auch davon leben können. Ich glaube, da setze ich zumindest die Hoffnung auf, dass unsere gesellschaftlichen Systeme und auch politischen Systeme so intelligent sind, dass wir das nicht alles über Bord schmeißen, sondern dass wir dahin kommen, was wir vorhin kurz andiskutiert haben, dass es da eine gewisse Form der Umverteilung ist, wenn die Wertschöpfung im Digitalen nur noch stattfindet, dass das irgendwie auch an die Menschen zurückkommt. Und deshalb wäre ich eher optimistisch, dass man deutlich weniger vielleicht Erwerbsarbeit hat, vielleicht auch Erwerbsarbeit und Tätigkeiten hat, die deutlich erfüllender sind, weil das muss man auch schon ehrlich sagen, es gibt heute schon viele Tätigkeiten, wo es ziemlich, ziemlich schwierig ist, zu einer erfüllenden Tätigkeit zu kommen, wo ich wirklich mit einer inneren Motivation arbeiten kann. Wenn wir diese Tätigkeiten, wo viele Leute heute unterwegs sind, vielleicht ersetzen können durch künstliche Intelligenz, die Leute so qualifizieren können und vielleicht auch Möglichkeiten geben können, dass sie Erfüllendes machen können, dann haben wir vielleicht, und das wäre der positive Szenario, eine deutlich bessere Gesellschaft und eine positivere Gesellschaft als heute, wo trotzdem Erwerbsarbeit stattfindet, um zur Frage zurückzukommen, aber im geringen Ausmaße und mit mehr Freiheitsgraden, Autonomie, Selbstbestimmung und auch intrinsischer Motivation. Lieber Florian Kunze, vielen lieben Dank für dieses Gespräch und für diesen sehr, sehr spannenden Exkurs. Dankeschön. Ja, super. Vielen Dank für die Einladung. Danke dir. Super.